herzlich willkommen zum Market Roundup. Ich hoffe, ihr könnt mich alle hören. Falls dem nicht so ist, sagt mir gerne Bescheid. Dann werden wir nochmal am Ton hier rechts oder links schrauben. Wir werden heute uns einem Ritt durch Charts widmen, können wir so sagen. Also wir werden natürlich wieder klassischerweise gucken, was ist los an den Märkten gewesen, was ist ja die gesamte Woche quasi los gewesen. Aber wir werden uns auch anschauen, was uns generell in diesem Jahr eventuell noch erwarten wird. Ich habe ein, zwei Charts mitgebracht im Rahmen des quasi Election-Jahres, also der US-Präsidentschaftswahl und auch natürlich im Rahmen der Zinskurven, die aktuell sehr, sehr stark beschäftigen. Das kommt aber gleich. Wir starten direkt rein mit einem Blick auf den DAX und ich habe es hier mal so ein bisschen eingezeichnet und diesmal bleiben wir mal im Wochenchart, da wir uns das Gesamtbild ansehen wollen für ja, die großen Indizes, aber auch so ein bisschen natürlich für das Gesamtjahr als Ausblick. Ich habe hier mal das Corona-Tief genommen und quasi mal diesen schönen parallel laufenden Chart eigentlich genommen. Man sieht hier unten auch schön das Tief und eigentlich will ich einen positiven Trend hier seither haben. Natürlich mit Auf und Abs zwischendurch. Wenn man jetzt aber so ein bisschen im Rahmen der letzten Zeit guckt, in denen wir ja wieder neue Hochs erreicht haben, sehen wir eigentlich ganz gut, dass zumindest in diesem großen Bild noch viel Platz für die nächste Zeit nach oben sein würde. Tatsächlich aber auch sehr viel Platz nach unten sein würde. Also die Richtung ist hier aus diesem Bild gar nicht so genau zu definieren. Was wir aber sehen, halt diese relativ starke Unterstützung, die wir jetzt hier bekommen haben, bei ungefähr 16.500 Punkten. Man sieht es auch ganz gut, die wurde hier jetzt schon das ein oder andere Mal getestet. Nach oben hin, ja, ist wie gesagt alles noch offen und frei. Es ist bisher noch nicht nach oben ausgebrochen. Ich habe es ja unten so ein bisschen fundamental mal hingeschrieben. Wir hatten ja die großen Zusammenkunft der Wirtschafts- oder der großen Wirtschaftspolitiker, kann man so sagen, also makroökonomisches Spiel. Und dort wurde ganz stark besprochen, dass ja die Zentralbanken eigentlich ganz klar gesagt haben, so schnell wie der Markt Zinssenkungen erwartet, werden sie nicht kommen. Insbesondere die EZB hat es auch nochmal betont, dass wir keine schnellen Zinssenkungen erwarten sollen, insbesondere im Frühjahr. Das hat die Märkte so ein bisschen in ihrer Euphorie gebremst. Jetzt muss man auch sagen, viele andere Indikatoren, wir können uns gerne mal in den nächsten Wochen den DAX wirklich mal genauer ansehen, die haben auch darauf hingewiesen, dass wir natürlich durch diese sehr positive Rallye, die jetzt im Oktober hier begonnen hat, wir dürfen nicht vergessen, das sind immer Wochenkerzen, die wir hier sehen, die hat dazu geführt, dass wir in ein sehr, sehr starkes Segment gekommen sind, starke Kaufsignale hatten, aber in so einem überverkauften Bereich eigentlich gelaufen sind. Die Idee war ja hier oftmals, dass man gesagt hat, naja gut, wenn die Fed die Zinsen schnell senkt, dann muss die EZB nachziehen, denn die EZB kann nicht erwarten, dass der Euro quasi noch stärker wird, denn die Wirtschaft in den USA wächst schneller als die europäische, insbesondere in Deutschland haben wir das zuletzt gesehen. Und damit ist die Erwartung, dass man sagt, ey, wir brauchen einen schwachen Dollar, um dem gerecht zu werden, eigentlich so ein bisschen darauf gedämpft gewesen, dass man gesagt hat, okay, die EZB, die wird schnell nachziehen, um auch wirklich diesen schwachen Euro zu erzeugen. Ja, nun hat sich gezeigt, der schwache Euro ist weniger stark im Fokus. Wir werden das gleich nochmal in den Zinscharts sehen. Das hat also eher die Märkte wieder ein bisschen gebremst. Jetzt muss man da sagen, halten wir uns trotzdem auf ziemlich hohen Niveaus. Das heißt, selbst wenn wir die gewisse Zeit, und das wird eventuell so sein, hier uns oben einpendeln, führt das eigentlich so dazu, dass sich das Marktsegment wieder etwas nach der letzten Euphorie hier beruhigen würde. Etwas positiver die aktuelle Stimmung beim S&P 500. Hier auch nochmal im Wochenchart natürlich mit deutlich größeren Schwüngen hier zu sehen. Hier sitzen wir auch nicht auf der ganz so großen Zeitspanne. Also ich habe mal das Corona-Tief rausgelassen. Was wir aber hier sehen, seit dem Tief im Oktober sind wir auf einem sehr, sehr schönen Aufwärtstrend. Wir haben ein neues Allzeithoch erreicht am letzten Freitag, nachdem wir hier diese Marke bei 815 Punkten ungefähr durchbrochen sind. Das sieht man auch ganz schön, hier ist dieser Trendkanal, aber auch auf einem ziemlich oberen Anschlag, kann man so sagen. Also wir könnten natürlich hier oben rausbrechen, wenn die Euphorie hier weiter voranhält oder halt auch uns hier weiter in diesen Segmenten
halten. Was man sagen kann, was hat zu dieser Euphorie geführt? Denn auch die Fed ist verhalten, was schnelle Zinssenkungen betrifft. Ja, man muss sagen, es war der Halbleitersektor und all das rund um das Thema künstliche Intelligenz. Das war genau das, was dem S&P 500 zum Schwung geholfen hat. Positive Nachrichten von TSMC haben dazu geführt, ja, dass man dem Segment noch ein bisschen positiver in die Augen blickt, kann man so sagen, dass man noch ein bisschen positiver ist. Großbestellungen auch von Meta und auch dort, also dem Unternehmen hinter Facebook, und auch dort will man verstärkt auf KI setzen, und man merkt auch so ein bisschen, dass sich die großen Unternehmen oder die großen Technologiekonzerne hier wirklich selber auch befeuern. Also wir sehen Meta, also Facebook möchte Chips kaufen von Nvidia. Nvidia produziert die Chips bei TSMC. Die großen Konzerne wie Microsoft kaufen auch wieder Chips für ihre Cloud, für ihre Cloud-Maschinen, kann man so sagen, Cloud-Zentren. Also man sieht so ein bisschen, der eine befeuert den anderen, und das führt halt zu dem, was ich letztes Mal schon angesprochen habe und was wir uns gleich nochmal kurz angucken, ja, dass halt die großen Top-Konzerne immer in einem sehr positiven Strudel nach oben gerade bleiben. Und das bestätigt sich tatsächlich hier auch im S&P 500. Aber es bestätigt sich auch noch ein bisschen beim Dow Jones, und auch dieser hat ein neues Allzeithoch erreicht. Ich habe es auch hier nochmal eingezeichnet, also dieser 37.000 Punkte, die wir ja schon durchbrochen hatten zum Ende des letzten Jahres, die wurden jetzt auch wirklich nachhaltig durchbrochen. Auch hier sieht man diesen schönen parallel laufenden Chart nach oben, diesen Trendkanal. Ja, man sieht, auch hier sind wir an einem etwas oberen Ende. Man könnte ihn jetzt so einen Ticken nach oben ziehen, wenn man vielleicht nicht die Tagesschlusskurse nimmt oder die Wochenschlusskurse, sondern halt wirklich auch die Wochenhochs nehmen würde, hätte man noch ein bisschen mehr Platz. Aber man sieht, auch hier sind wir natürlich sehr, sehr heiß gelaufen. Auch hier wurde wieder das Ganze beflügelt durch das Ende der letzten Woche. Und auch hier ist das Szenario ähnlich zu dem im S&P 500. Natürlich deutlich weniger auf die großen Technologiekonzerne gemünzt, aber auch hier haben doch noch einige technologieaffine Firmen eine gewisse Last, zumindest im Index. Und man muss natürlich sagen, der Dow Jones ist da deutlich konzentrierter. Generell, wenn man die großen Konzerne betrachtet, da natürlich hier nur 30 große Konzerne und keine 500 im Index abgebildet sind. Gehen wir noch rüber zu den 10-jährigen Bundesanleihen, und auch die sind sehr, sehr spannend, jetzt wieder hier im Tageschart zu sehen. Man sieht nämlich an der Stelle so ein bisschen, wie sich das Ganze verhält bei den 10-jährigen Bundesanleihen, denn wir haben, nachdem wir so einen sehr, sehr lange beständigen positiven Aufwärtstrend hatten, der hier oben ja so bei 3% gemündet ist und danach einen sehr, sehr starken Verfall hatten, runter bis auf tatsächlich 1,9% Renditen, sieht man so ein bisschen, dass das Ganze wieder aufsteigt und so eine V-Form gebildet hat. Insbesondere natürlich nach den Aussagen jetzt der Politiker, insbesondere im Rahmen, dass man nicht mit allzu schnellen Zinssenkungen rechnen kann. Man sieht aber so ein bisschen, wir scheinen uns so ein zumindest, ich habe jetzt mal ungefähr diese beiden Retracements genommen. Man könnte das Ganze noch ein bisschen tiefer ziehen, wenn man hier wirklich auf einen Verlauf gehen würde, der nur diesen letzten Bereich seit Ende Dezember quasi abbilden würde. Da hätte man nochmal ein bisschen verschobene, aber man sieht ganz gut, wir pendeln zwischen diesen Bereichen, und das ist ja so ein bisschen auch das, was teilweise erwartet wird, wenn man jetzt nochmal eine Schiene bergauf geht und sagt, okay, wir nehmen nochmal die 2,5 Hürde mit dazu, wo ungefähr auch der gleitende Durchschnitt hier liegen würde. Dann sehen wir, haben wir so eine Spanne, in der sich die Anleihen aktuell gerade bewegen und die gegebenenfalls auch langfristig ein Level sein könnten, mit dem viele zumindest makroökonomische Wirtschaftsweisen, kann man fast sagen, sich zufrieden geben würden. Ähnliches Spiel tatsächlich auch bei den 10-jährigen US-Treasuries, da mit weniger starken Auf- und Abs. Aber auch hier sehen wir diese V-Bewegung, also eine Euphorie, die dann doch wieder so ein bisschen gerade gedämpft wurde und sich jetzt ungefähr in diesem 4%-Korridor einpendelt. Man sieht es hier sehr knapp über dieser gleitenden Durchschnittslinie, die man erst vorher nach unten durchbrochen hatte, und jetzt befindet man sich tatsächlich hier wieder so im Mittelfeld. Also es festigt sich und das scheint sich hier gerade zu festigen. Jetzt wird es natürlich spannend, was in den nächsten Wochen passiert. Mit einem kurzen Blick auf Asien sehen wir auch hier eigentlich ein weiterhin sehr, sehr trauriges Szenario, zumindest für Anleger hier in den chinesischen Märkten. Hier mal abgebildet jetzt der Hang Seng in diesem Abwärtstrendkanal, kann man so sagen.
Mit einem Tief, das wir ja so bei 13 oder ja, knapp unter, ja, wie soll man sagen, 14,5 ungefähr erreicht hatten, dann wieder hochgelaufen sind. Wir hatten ja hier diese relativ starke V-Bewegung. Was man aber sieht, ja, der Abwärtstrend ist doch sehr deutlich. Es gab den Stimulus zum Ende des letzten Jahres jetzt erneut quasi, insbesondere gestern wieder die Nachricht, man möchte den Aktienmarkt stabilisieren. Hunderte Milliarden sollen da jetzt reinfließen, tatsächlich aber nur knapp, glaube knapp 250 Milliarden war der letzte Standpunkt für das erste Mal, was natürlich für so ein Aktienmarktvolumen noch keine gigantischen Summen sind, insbesondere wenn man das über das Ganze wirklich nachhaltig damit stabilisieren möchte. Das heißt, hier müssen wirklich weitere Wirtschaftsimpulse folgen. Ja, und auch rein von der Charttechnik her sieht man, befindet man sich hier jetzt nicht in keinem sehr, sehr spannenden Muster, abseits von so einem ja, Widerstand, der sich hier unten als Unterstützung dann ausbildet. Wir blicken auch nochmal auf den Nikkei, da ist das nämlich genau umgekehrt. Hier wieder weiter in einen sehr positiven Trend. Wir haben eine lange Zeit hier über diesen Korridor gesprochen, in dem sich der Nikkei nicht wirklich nach oben oder unten bewegt hat. Er ist nicht ausgebrochen. Jetzt ist aber dieser Ausbruch gekommen, hier bei diesen knapp 34.000, 33.880 Punkten, um genau zu sein. Und ist dann aber wirklich nach oben durchgebrochen, auch mit einem relativ schnellen Volumen durchgebrochen. Wir müssen ja sagen, hier sind wir wieder im Wochenchart und das Ganze wurde tatsächlich auch wieder beflügelt durch positive Quartalszahlen von TSMC, weil natürlich auch in Japan, was ja sehr, sehr nah an Taiwan ist, ja viel im Rahmen der Chip-Produzenten getan wird, insbesondere weil man natürlich deutlich westlich orientierter ist und damit auch Zugang zu ganz anderen Chip-Technologien hat, jetzt im Vergleich zum chinesischen Festland. Also der Nikkei weiter in einem positiven Trend und es scheint tatsächlich auch so, als würde es hier keine großen Maßnahmen erstmal geben, der Zentralbanken gegen den sehr, doch sehr schwachen Yen. Noch ein paar Statistiken, die das ganze Ausmaß aktuell so ein bisschen verdeutlichen. Ich habe ja die letzten Male wirklich über die Magnificent Sieben gesprochen, also die glorreichen Sieben, kann man so sagen. Man kann das beliebig noch ein bisschen um vielleicht drei mehr erweitern oder weniger. Was man aber ganz gut sehen kann, ist, für alle, die sich ärgern, oh, mein Portfolio war vielleicht gar nicht so gut wie in dem letzten Jahr der S&P 500 oder auch der Dow Jones oder ähnliche Unternehmen. Das mag sehr, sehr stark halt daran liegen, dass man sagt, dass sieben Unternehmen insbesondere hier 71% Performance hingelegt haben, während der S&P 500 ja nur diese 19% quasi in Summe zugelegt hat, während ja die 493 restlichen Unternehmen nur 6% gemacht haben. Das heißt, 71% sind für diese 90% Performance verantwortlich. Und wenn man nicht gerade einen Großteil oder alle dieser Unternehmen bei sich im Portfolio hatte, dann hatte man vielleicht auch gar nicht unbedingt diese 90%. Es sei denn natürlich, man hatte andere Unternehmen jetzt wieder im Portfolio. Was man aber gut sehen kann, ist halt wirklich, dass diese Unternehmen einen Großteil des Indexes ausmachen. Wir waren in der Spitze jetzt hier ungefähr bei 29% Marktkapitalisierung dieser Unternehmen. Und ja, was wir auch einfach gut erkennen können, ist diese Spirale, von der ich am Anfang gesprochen habe, dass diese Unternehmen sich aktuell sogar noch selbst befeuern und auch wirklich dazu führen, dass die Bewertungen relativ hoch sind, wenn man zumindest auf diese Unternehmen schaut. Also hier sehen wir das erwartete KGV des S&P 500. Oben wieder abgetragen der glorreichen 7, die ja wirklich mit 29 ein sehr, sehr hohes erwartetes KGV auch haben, auch wenn es wieder ein bisschen zurückgekommen ist, während aber der Restindex hier ungefähr bei 16 ist. Das heißt, die Unterschiede sind wirklich signifikant und eigentlich auch das erste Mal so, so groß und so, so deutlich zu sehen seit der Dotcom-Blase im Jahr 2000 ungefähr. Und ja, das ist das, was die Märkte aktuell sehr, sehr stark bewegt. Zusätzlich natürlich zu dem, dass das Thema AI, also KI, immer noch in aller Munde ist. In der Spitze war es jetzt im letzten Jahr das zweite Quartal 23, in dem 35% der Unternehmen das zumindest in ihren Berichten erwähnt haben, angesprochen haben. Jetzt sind es nur noch 29, aber man sieht trotzdem natürlich, wie hoch diese Prozentsätze sind, ausgelöst durch diesen Elan über diese großen Chatbots, die quasi auf den Markt gedrungen sind. Vorher war das Ganze relativ selten ein Thema, obwohl natürlich schon lange, lange Zeit daran geforscht wird. Ja, das ist sehr, sehr spannend.
Was ich auch sehr, sehr spannend finde, und das ist, zeigen diese Grafiken und die nächsten, die wir uns angucken, ist natürlich, dass wir dieses Jahr wieder ein Wahljahr in den USA haben. Und jetzt sprechen wir ziemlich viel über die USA, aber die machen nun mal 80% der weltweiten Marktkapitalisierung ungefähr aus. Das heißt, 80% des Börsengeschehens, zumindest der Gewichtung, bestehen nun mal in den USA. Und hier sehen wir es so ein bisschen mal als Chart abgebildet. Also auf der linken Seite sehen wir so ein bisschen, ja, wie verhalten sich oder wie viel Renditen lassen sich erzielen, auch abgelesen aufs KGV in diesen Präsidentschaftsjahren. Weniger spannend, tatsächlich noch spannender ist diese Variante hier, denn hier sehen wir ganz gut, ja, wie verhalten sich die Performances der Indizes in den Wahljahren oder in den Nichtwahljahren. Und die Nichtwahljahre sind hier in Blau abgebildet, etwas ruhiger und beständiger, kann man so sagen, und mit etwas besserem Return auf das Jahr gesehen. Allerdings im Ende des Jahres ziehen oftmals die Indizes nach, zumindest nach den Wahlergebnissen hier Anfang November. Und noch etwas deutlicher wird das Ganze tatsächlich, wenn man sich das auf einer noch breiteren Skala im Dow Jones einmal ansieht. Hier unterteilt in vier Segmente. Ganz vorne haben wir quasi einmal das Wahljahr. Dann haben wir das Nachwahljahr oder die Nachwahljahre, kann man so sagen. Dann Midterm, also Wahljahr, Nachwahljahr. Dann das Mitjahr und dann vor dem Jahr. Hier quasi mal runtergebrochen auf die Zeiten von 1900 bis 2020, also große, große Zeiträume, die wir uns hier ansehen. Und was wir hier wirklich sehen können, ist, dass das Wahljahr eines der volatileren Jahre ist, und auch eines, was eventuell nicht ganz so beständig von positiver Performance geprägt ist, während das insbesondere hier in diesem Vorwahljahr, so wie es auch letztes Jahr jetzt der Fall war, einen sehr positiven Return gab und tatsächlich in einem relativ guten Muster, wenn man jetzt das letzte Jahr gegenlegen würde, das heißt mit einer schönen Jahresendrallye und ja, so einem Tief quasi zum Oktober rein. Wenn man sich jetzt dieses Jahr angucken würde, und das ist hier jetzt mal auf der rechten Seite runtergebrochen, dann würde das Ganze im Durchschnitt ungefähr so aussehen, dass man etwas, ja, dass man Auf und Abs quasi im Jahr hat bis ungefähr zum Sommer, also das Tief wäre ungefähr im Mai gesehen, dann Ende Juli und ja, zum Ende Juli würde dann der Anstieg zur Jahresendrallye quasi ansetzen, also das zweite Halbjahr würde quasi ja die Performance erzeugen, insbesondere das dritte Quartal, was hier abgebildet ist. Und man kann das ungefähr so sehen, dass ja, bis dorthin ist ein Auf und Ab geht, aber ein relativ beständiger Seitwärtstrend herrscht, der dann ummünzt sich in einen positiven Trend. Ich habe hier in Rot mal die Wahl quasi abgezeichnet ungefähr, der dann halt zum Jahresende wieder diesen positiven Trend erzeugen würde. Das, also das Ganze, was hier quasi abgebildet ist, das ist so das, was die langjährigen Durchschnitte der Wahljahre aussagen. Jetzt kann man gucken, okay, auch dieses Jahr hatten wir schon etwas an Auf und Abs, bisher noch einen sehr positiven Trend. Rein charttechnisch gesehen würde man sagen, okay, der Tiefpunkt wird im Mai erreicht oder rein statistisch gesehen und erst dann würde man ansetzen. Das heißt, in diesem Jahr würde der Spruch quasi Sell in May and go away nicht funktionieren, weil wenn man im September hier wiederkommen würde, wäre quasi schon ein Großteil der Performance gemacht gewesen. Ob es so kommt, das wissen wir natürlich zum Ende des Jahres, das aber mal rein basierend auf den historischen Durchschnitten. Wir gehen noch mal kurz weiter, weg vom Wahljahr hin zu den Zinsschritten, denn das ist das zweite große Thema, also zwei wirklich makroökonomische Ereignisse. Jetzt muss man sagen, was ist hier eigentlich zu sehen? Man sieht hier so ein bisschen, was passiert eigentlich, wenn die Zentralbank der USA das erste Mal die Zinsen senkt. Dann gibt es quasi zwei Szenarien. Entweder das grüne Szenario, dann heißt es, es gibt keine Rezession und der S&P 500 oder die Performance des S&P 500 würde sehr, sehr stark anziehen. Hier in Summe quasi von 0,9 jetzt hier im Schnitt auf 1,2. Jetzt muss man sagen, von der Dynamik her kann man hier unten sehen, es ist so ein bisschen die Monate
vom ersten Rate Cut, also hier wäre quasi die Mitte gesehen, wird es sehr, sehr positiv laufen, wird es halt keine Rezession gehen. Man hätte dann diesen 20% positiven Trend. Jetzt sieht man hier wieder die Mitte. Das heißt, würde es eine Rezession geben, würde es diesen 10% Abfall geben. Jetzt sieht man, okay, in 5 Fällen hat es funktioniert, in 7 nicht. Rein statistisch gesehen muss man also sagen, ist das der negative Trend der wahrscheinlichere. Ist aber von 7 zu 5 natürlich die statistische Relevanz noch nicht so aussagekräftig. Das heißt, man muss sich nochmal rechts und links ein paar weitere Parameter ansehen. Werden wir auch machen im Verlauf des Jahres. Es gibt aber noch ein paar weitere spannende Statistiken im Rahmen dieser generellen Zinssensitivität. Den linken Teil hier würde ich fast mal auslassen. Wichtiger ist tatsächlich dieser Teil, denn der zeigt so ein bisschen, wie sieht die Zinslast eigentlich der privaten Haushalte in den USA aus? Und da sieht man sehr, sehr stark, dass die, seit die Zinsen gestiegen sind, wen wundert es, deutlich angestiegen sind, aber insbesondere der Konsumentenanteil, das heißt alle Zinsen, die nicht über Baufinanzierung oder Hypotheken abgedeckt sind, dass die auch die sehr, sehr stark angestiegen sind und die natürlich sehr, sehr stark dazu führen können, dass die Konsumenten am Ende weniger konsumieren könnten. Und man muss ganz klar sagen, das würde halt dazu führen, dass die Wirtschaft in den USA tendenziell etwas erlahmen würde. Das bedeutet so ein bisschen, die USA ist eigentlich großteils von den Konsumenten getrieben und wenn das Ganze hier noch exorbitant weiter steigen würde, könnte es zu Problemen kommen. Das würde wieder für relativ schnelle Zinssenkungen sprechen, etwas, was ja in den Märkten schon eingepreist ist. Wenn man jetzt in Richtung Häuser blickt, dann kann man sagen, dass alle, die sich mal so ein bisschen wieder oder Immobilien leisten wollen, die können auf diese Statistiken blicken, denn man sieht so ein bisschen, der Verkauf oder das Angebot an Wohnimmobilien, das ist deutlich zurückgegangen. Das heißt, die einen sagen, vielleicht werden die Immobilien günstiger, die Preise fallen, das halt aber auch genau dazu führt, dass man weniger Angebot hat und das würde halt tendenziell auch wieder dazu führen, dass die Preise vielleicht wieder steigen im Rahmen, wenn dann doch wirklich deutliche Zinssenkungen kommen und wieder die Massen auf die Märkte springen. Das mal so zu ein paar spannenden Statistiken rechts und links. Nochmal ein kurzer Blick auf das, was in den Aktien-News der letzten Woche passiert ist. Denn wir hatten ja doch, sie haben einen Kick-Off quasi an Quartalszahlen. Losgegangen, ich habe es schon ein paar Mal angesprochen, mit TSMC oder losgegangen ist es damit nicht. Es war zum Ende der Woche, aber unsere erste News ist quasi TSMC. Und hier kann man sagen, gab es höheren Gewinn, höheren Umsatz als erwartet. Das war aber noch nicht das Beeindruckende, sondern es war eher der Ausblick auf dieses Jahr. Man sieht einen deutlichen Anstieg des Umsatzes aufgrund höherer Nachfrage, insbesondere für diese KI-Chips, die auch von TSMC produziert werden. Insbesondere wenn man jetzt in Richtung Nvidia schaut. Das heißt, man erwartet für 2024 ein gesundes Wachstum. Das hat TSMC nach oben geworfen, aber auch alle anderen großen Chip-Designer und Produzenten, also über AMD, über Nvidia, alle haben positiv reagiert. Also der Markt hat Schwung bekommen. Genau das Gegenteil ist bei Plug Power passiert. Also alle, die dort noch aktiv sind und vielleicht auf den großen Wasserstoffboom warten, die müssen noch etwas geduldiger sein, denn hier gab es jetzt einen deutlichen Rückgang der Aktie um 25%, was insbesondere daraus gemünzt ist, dass man neue Aktien ausgibt, um Betriebs- und Investitionskosten zu decken. Und das führt natürlich jetzt noch zusätzlich dazu, dass man so langsam etwas an den Geschäftsmodellen zweifelt und sich fragt, wie kann man es schaffen, ein Geschäftsmodell dann wirklich beständig zu führen. Das ist so ein bisschen die große Frage, die sich gerade bei Plug Power stellt. Das heißt, die Aktie deutlich nach unten reagiert oder korrigiert. Puma minus 11%, beeinflusst durch die Erwartungen, die von Hugo Boss so ein bisschen auch ausgegangen sind. Also in dem derzeitigen wirtschaftlichen Umfeld, wo es einfach nicht viel Konsum gibt, da haben die beiden zu kämpfen, Puma zu kämpfen, Hugo Boss haben zu kämpfen. Die Puma-Aktie insgesamt jetzt schon seit Anfang Dezember 30% im Minus, also kämpft mit einigen Herausforderungen und ist so ein bisschen Sinnbild für
Teile auch der deutschen Wirtschaft gerade. Und zuletzt gab es aber nochmal was Positives für die Luxusbranche, denn Richemont als Schweizer Luxuskonzern hat mal überraschend wieder den Umsatz steigern können, auch wieder einen relativ positiven Ausblick geben können. Insbesondere China hat hier wieder einen positiven Trend gesetzt und China ist ja so sehr, sehr wichtig für das gesamte Luxussegment. Also hier gab es mal wieder einen kleinen Erfolg mit plus 6%. Was steht diese Woche noch an? Ja, jetzt geht es langsam richtig los, kann man so sagen, mit den Quartalszahlen. Wir haben Netflix, wir haben 3M, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Tesla, ASML, SAP, Intel, also wirklich viele, viele große Konzerne, auch Konzerne, die insbesondere für viele große Marktsegmente verantwortlich sind, also von Pharmazie über Konsumgüterprodukte, Elektroautos, Chip-Giganten, quasi Technologiekonzerne und auch, man kann sagen, Airlines oder Finanzen fehlen nicht. Also es ist wirklich viel los. Wenn man jetzt auf die Wirtschaftstermine schaut, dann gibt es ein bisschen was von den Zentralbanken. Allerdings ist da eine relativ deutliche Erwartung auch mittlerweile schon eingepreist, sowohl in Japan als auch in der EZB. Spannender wird vielleicht etwas die Geschäftserwartung und auch der Konsum oder die Konsumentenerwartungen, die diese Woche anstehen. Bei uns kann man sagen, geht es heute Nachmittag weiter mit dem Aktienbasiskurs. Wir gucken uns weiterhin Investmentstrategien an. Das heißt Teil 7 bis Teil 8 kann man sagen. Am Donnerstag gucken wir uns dann Starbucks im Aktien-Roundup an. Also insbesondere, wie sich dieser Kaffee-Gigant wirklich entwickelt. Das Ganze mündet dann in unserer Investmentwerkstatt in Restaurantketten im Vergleich. Investmentanalysen für unser Dividendendepot, das steht am Donnerstag an. Und an der Stelle kann ich auch sagen, verabschiede ich mich ziemlich pünktlich, genau um 11 Uhr. Ich bedanke mich an allen, die zugesehen haben und bis dahin.